Ich habe gerade so ein bisschen No Angels im Kopf gehabt, ja? Die ja auch irgendwie bei dem ersten Musikvideo da auch so gekrochen sind. I wanna be the daylight in your eyes. Au! Widersetzen, widersetzen, widersetzen. Tschüss. Bye bye. Daddy? Oh yeah. Mia, warte. Mia, stop it. Alter. Frisst die Bratwurst. Oh ja. Excuse me. Au. Ich kann sie hören. Ich kann fühlen. Das muss sie aber ganz hart kommen, wenn sie wieder gut machen. Oh ja. It was bad, bad girl. Was zur Hölle bist du, Mia? Zur Hölle bist du? A bad, bad girl. Habe ich bereits gesagt. Vor allem, wo ist das Messer hin? Hä? Habe ich es immer noch in mir stecken? Probably, oder? Du hast da was am Mund. Moment. Lass mich kurz einmal wegmachen. Fügen Sie bitte hier einen Reißverschluss-Sound ein. Ja, wir Männer machen halt Sachen so weg. Das machen wir ohne Hände. Einfach um euch Frauen zu zeigen, wie überlegen wir sind. Mit unserem dritten Arm. Oder dritten Bein. Manchmal auch der 11. Finger. Ist da Bescheid. Einfach so. Einfach so. Ja. War ja jetzt irgendwie abzusehen, dass sie keinen Rock trägt. Hast du auch YouTube? Das habe ich. Oh ja. Zu finden übrigens auch in meinem Profil. Gibt es einen Linktree. Ansonsten einfach Grizzly Bear suchen mit CHSS und AE für das E bei Bear. Ganz wichtig. Sind wir jetzt nicht alle irgendwie? War es widerlich? Ach klar, ganz im Ernst. Ich glaube, wenn es die Gesellschaft nicht geben würde und wir nicht Angst hätten vor Verurteilung, holy shit. Dann wird es wahrscheinlich noch 200% mehr Fetische geben. Oh Gott. Kannst du mal wegbleiben? Oh, angreifen. Nein, bist du nicht. Oh. Fang. Oh. Ich bin nicht. No. Man kann da sterben? Oh shit, wo wurde das jetzt gespeichert? Oh, wurde das überhaupt gespeichert? Ich wusste gar nicht, dass man da sterben kann. Oh no. Oh no. Muss ich jetzt wieder aufmachen? Oh no. Jetzt muss ich. Oh shit. Okay, ich soll vielleicht doch heilen, Freunde. Sorry, but I have to heal myself. Ich habe jetzt echt nicht damit gerechnet, dass man hier. Das ist ja noch ein Tutorial von wegen so: hey Mensch, hier, so kannst du angreifen und so kannst du dich ducken und sowas. Man kann hier echt sterben. Ja, ist okay, wir wissen, dass du kommst. Natürlich alles First Try, Freunde. Ihr habt gerade hoffentlich einfach lange geblinzelt und habt dementsprechend das nicht mitbekommen. Armster Bescheid. Haben ja schon die Geräusche, die man so aus dem Dunkeln hört, ne? Geil. Come to Daddy. Oh ja. Sieht schon ein bisschen verbraucht aus. Ganz bisschen. Aber hey, ich bin ja nicht wählerisch. Sie glaube ich aber auch nicht. Oh, hallo Mia. Oh yes. Vor allem, ich kann nicht mal was dagegen machen. Ich bin hier startmäßig. Ach so, das ist wahrscheinlich wirklich Tutorial. So benutzt du Heilmittel. Warte, warte! Stop it! Oh, die ist wild. Die ist so heftig wild, ne? Zeige mir, wie hart du penetriert willst, ohne zu sagen, dass du hart penetriert werden möchtest. Das macht die Mia gerade. Autsch. Ich kann sie hören. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Die hat ausgeschlafen, ja. Die hat definitiv Power.
Ja, für eine Stunde ist sie jetzt richtig wild drauf, danach muss ich wieder hinlegen. Ich war böse. Ich verdiene das. Also der Beat von We Will Rock You geht ein bisschen anders, ja? Da musst du ein bisschen schneller machen. Zumindest zwei miteinander. Und dann einmal richtig fester. Okay, wir heilen es jetzt diesmal, ja? Safety first. Oh yeah. Oh, hier. Das hast du verdient. Moment. So, jetzt. Wenn die jetzt hochkommt, ja, dann hat die Spaß. Und ich gleich mit. Wobei, wenn die zubeißt, ist kacke. Dann habe ich nur einmal Spaß und dann tut es ganz lange weh. Wisst ihr Bescheid. Aber ich glaube, die macht jetzt nicht hoch, oder? Es wäre ultra lustig, wenn es passieren würde. Es wäre einfach ultra lustig. Lasst mich und meinen Spaß. Einfach nur mal das Prinzip. Ja, okay, ich gehe schon weg. Ist okay. Ist okay. So, kommst du jetzt? Ah, sie kommt hoch. Lass mich! Okay. Die hat Bock. Warte mal, wie konnte ich jetzt eigentlich blocken? Blocken da auch irgendwie, oder? Ach so, okay. Einmal angreifen und dann nochmal angreifen, jetzt blocken, okay? Nochmal, jetzt nochmal. Oh, blocken! Ich wollte blocken, du machst zu langsam! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich will jetzt nicht nochmal sterben, ne? Ja. Autsch. Oh Gott. Au! Ich bin schon wieder gestorben! Also jetzt wird's ein bisschen, also ja, first try auf jeden Fall, aber Alter, the fuck? Wir sind im fucking Tutorial. Sie sind tot. Ich bin nicht tot. Ich genieße bloß das Tutorial. Ah, shit, ich muss mal wieder hinten hinlaufen. Oh, no. Ja, komm, jetzt nimm doch mal alles mit hier. Warum gibt's ja auch hier keine Speichermöglichkeit? Wobei, ja, hier das Speichern wäre auch echt doof. Oh. Stopp, mach auf da. Hä? Achso, hier. Oh. Ihr merkt schon, ich bin jetzt gerade ein bisschen, ne, weiß Bescheid. Hast du gerade angefangen? True. Ja, vor. Was wäre jetzt eine realistische Zeit? Ah. Du musstest, glaube ich, blocken. Ah, habe ich ja gemacht. So. Das war alles so geplant. Yes. Ich komme rein und Chris stirbt. Also, ich habe da jetzt nichts von sterben gesehen. Es war einfach, weil gerade ein paar Leute geschrieben haben auf der jeweiligen anderen Plattform, deswegen haben es die Leute bei TikTok und bei Twitch nicht mitbekommen. Ich streame heimlich noch auf Mixer. Gibt's Mixer noch? Ich weiß nicht. Ich streame heimlich noch auf Mixer. Auf Mixer hat jemand gesagt, du kannst noch mal kurz das Tutorial noch mal zeigen. Ich habe das nicht komplett gesehen. Dementsprechend habe ich es einfach noch mal neu geladen. Das war kein Sterben, Freunde. Ja, es ist einfach nur, weil ich nett bin. Und gerne auf Zuschauerwünsche eingehe. That's all. That's all. Und weil ich gerne sehe, wie die Mia sagt, dass sie böse war. Ganz böse. She's a bad, bad girl. Wegen Unglück? Ach Quatsch. Bitte. Jetzt seid mal nicht so eingebildet und geht davon aus, dass ihr mir Unglück bringt. Ja? Das kriege ich schon sehr gut alleine hin. Das kriege ich. Oh Gott. Ich will weglaufen jetzt. Ach so, nicht mal weglaufen geht da. Ja, ja, komm, ist okay. Come on, sag es. Sag es. Ich kann sie hören. Oh ja. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Okay. Raus! Das muss anders gehen. Warte, hört man das? Ich war böse. Okay, geht nicht. Zu wenig Platz. Das hau ich mir alles um. Was zur Hölle bist du, Mia? Ach so, und ja, wenn wir die 100.000 erreichen, machen wir nochmal eine Stunde länger.
Ja, jetzt haben wir gleich die erste Stunde schon mal rum. Das heißt, es gibt ja noch eine Stunde. Wenn wir die 100.000 erreichen, machen wir so noch zwei Stunden. Ich glaube, dann machen wir erstmal Schicht im Schacht, weil da haben wir trotzdem schon einigermaßen lange hinter uns. So, erstmal heilen. Ich glaube, ich habe ja noch ein zweites bei mir, ne? Also könnte ich ja rein schon ein zweites benutzen und dann ist alles tutti. War da hinten nicht ein, nee, ein Schrank? Hä? Haben wir jetzt gerade bei dem Fight irgendjemand hat das irgendwie wieder zugemacht? Hier habe ich doch gerade die Karte rausgezogen. Hat sie sich gerade beim Einstechen auf mich gedacht, so, ach ja, Mensch, da ist noch eine Schublade offen, hat das mal kurz eben mit der Hüfte zugemacht? Das war vorhin zu und ich habe es nicht zugemacht, Freunde. Ja? Wenn ich die Spülmaschine mal ausräume, dann ist aber heftig Tag der offenen Tür. Dann bleibt alles offen. Heute. Ich möchte gar nicht erst... Ach, und wer hat denn die Scheiße hier abgeschlossen? Wenn wir denn schon bei... realitätsfremd sind und Logikfehler und so ein Shit. Kommen hier die Heilzellmännchen her und sagen so, ach ja, aufräumen ist nicht, aber zuschließen kann ich? The fuck? Ja, jetzt muss ich jetzt zurück, nützt alles nichts. Dreht sich jetzt eigentlich um und kommt dann hoch oder erst, wenn ich dran vorbeigehe? Ich glaube, erst, wenn ich daran vorbeigehe. Mach mal schnell. Aha! Okay, ich glaube, erst, wenn ich wieder zurückgehe. Und dann wird kritisch. Oh nee, ich will nicht. Und die haut mich doch wieder um. Ich bin zu feminin für den Scheiß. Lass mich in Ruhe. Wobei. Dann wäre sie ja rein zu maskulin. Oder, keine Ahnung. I don't know. Und Cypher auch, die haben wunderschön. Guten Tag. Seine Frage beantwortet, siehe weiter oben. Ah. Okay. Ja, ich war mir nicht ganz sicher, aber war jetzt eh nicht ganz so relevant. Aber trotzdem Dankeschön. So, come on. Ach so, jetzt. Okay. Also den Move, den würde ich auch gern können. Lass mich. Axt, por favor. Komm her, du. Putz. Autsch. Au. Ich will weglaufen. The fuck. Ich heil mich jetzt nochmal. Wir sind alle tot hier. Oh ja. Hat meine Erziehung, Freunde. Oh Gott. Muss ich echt einfach nur blocken? Ich glaube, ich muss einfach nur blocken, ne? Tatsächlich. Oh Gott, ich habe echt ein Heilmittel verschwendet. Ich muss die Alten nur boxen. Ach so, ja, und das. Bist du jetzt ein liebes Mädchen? Lieber schweigen als Zustimmung. Oh. Kannst du vielleicht einfach jetzt mal die Axt da rausziehen? Jetzt habe ich nichts mehr zum Heilen, ne? Ich sehe noch nicht mal meine Lebensanzeige. Ist das gewollt? Ist das von dem Schwierigkeitsgrad oder... Wir sind halt einfach noch im fucking Tutorial, ne? Ich hätte einfach nur blocken müssen. Ich hätte mich wahrscheinlich einmal heilen müssen. Oh, fuck. Oh, jetzt auch noch Telefon. Oh, wie sehe ich denn aus? Die bleibt doch eh wieder nicht liegen. Naja. Ach, jetzt. Ach so. Und jetzt hinten geht's weiter? Ist das so? Ach, ist immer noch zu. Okay. Ich wollte es bloß testen, Freunde. Ja, alles für die Wissenschaft. Heide nein. Du hättest echt nicht herkommen sollen. Wer ist da? Dankeschön, und vielen was Dank. Was ist hier los? Ich habe auch ein Handy. Zoe. Bei den Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Oh. Geh dahin. Jetzt. Oh no. Habe ich das schon wieder? Ich habe nichts zum Heilen, ne? Das ist... Kritisch. Ah, die Axt hat... Wie nett! How kind of her. Kann ich einfach die Sachen kaputt schlagen? Einfach aus Prinzip. Ja, das ist Sicherheitsglas. Das ist Sicherheitsglas, Freunde. Ja. Alles cool. So, wo müssen wir lang? Oh no. Wobei, kann ich jetzt da...
Wenn ich jetzt hier nochmal lang mache, geht das? Muss ich. Nee, muss ich nicht, oder? War doch nicht hier lang. Komme ich einfach wieder runter. Ich würde mich jetzt am liebsten gerne in die Zelle einsperren, wo sie gerade rausgeholt wurde von mir. Das würde ich gerne machen. Nein, Nokia? Ja, Nokia-Glas. Quasi hält ewig. Bei mir, ne? Ja. Das ist Holz. Ich habe eine Axt. Das ist auch Nokia-Holz. Wisst ihr Bescheid? Das ist Nokia-Spiegel. Das sind Nokia-Bilder. Man kennt es. Man kennt es, man liebt es, man weiß es zu schätzen. Hoffentlich. Oh, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Muss ich hier oben irgendwas machen? Oh, ich sehe die Fuck. Ey, das wurmt mich jetzt. Ich trau mich jetzt gar nicht zu speichern. Boah, ich sollte tatsächlich so einmal speichern, ne? Ich trau mich aber gar nicht zu speichern, weil ich jetzt einfach so heftig Heilmittel gewastet hab. Das heißt, ich muss nachher wieder tanzen bis zum geht nicht mehr. I have to dance. With somebody. Ach so, ja, Mensch. Salzberg, ja. Okay. Okay. Ja, ihr seht, einziger Speicherplatz. Oh, nee. Ich will jetzt tatsächlich nicht klicken, aber einziger Speicherplatz, den wir jetzt gerade gefüllt haben mit Irrenhaus, davor immer eher der Smooth Weg. Der Smoother Weg. Ja, Smutzi. Nokia Haus, auch das. Der Smutzi Weg. Kennt ihr Smutzis? Smutzis? Ja, Smutzis? Die kommt doch gleich hier wieder an, oder nicht? Die kommt doch jetzt gleich wieder an. 100 Pro. Ah, gucke. Essen. Nokia. Mikrowelle. Was die nicht alles herstellen, oder? Crazy shit. Crazy, crazy, crazy. Wie kriege ich das denn auf? Eigentlich so mal ganz nebenbei. Ohne Wettigkeit. Da trinke ich lieber Bubble Tea, muss ein bisschen aufpassen. Da ist, glaube ich, schon jemand so erstickt dran, oder? Zumindest mal so kurz davor. Ach, Moment. Moment. Bitte lass jetzt irgendwas Krasses drin sein. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas Krasses. Ah, ja. Wow. Das ist einfach was, was ich... Ich will nicht zurück. Ich will jetzt hier lang. Ich will raus. Schlag einfach die Tür ein und lauf raus. Lauf schreiend irgendwie... fucking Beil in der Hand, ja? Aber du versuchst, die Tür mit der Hand aufzubekommen. Ja, Horror Games, ne? Horror Games ist immer so par excellence Beispiel für Dummheit. Ja? Ein Killer kommt und das erste, was er macht, oh, erstmal auf den Dachboden oder in den Keller. Weil das immer die besten Möglichkeiten sind zum Fliehen. Ganz klare Geschichte, man kennt das. Ich habe schon wieder eine Flasche, ne? Da finde ich Mochi gefährlicher. Schon alles ausprobiert, sagst du? Du lebst gefährlich, würde ich sagen. Du lebst gefährlich. No risk, no fun. Oh, jetzt muss ich wahrscheinlich die Sicherung... Ah, shit, fuck, die Sicherung. Ah, ich habe Angst, dass sie gleich irgendwie aus irgendeiner Ecke kommt, ja? Vorgesprungen und sagst du... Woo! Hello! Am Meer. Weil jetzt hätte ich vielleicht speichern sollen. Jetzt habe ich zumindest auch schon sicher. Oh Gott, da ist er wieder. Okay. Oh Gott, das ist okay, ich wusste es. Ja, ja, ist okay. Ich bin's. Was hast du hinterm fucking Rücken? Das hättest du nicht tun dürfen. Das tat verdammt weh. Meine Seele? Ja. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Jetzt ist die Warnung da, siehst du. TikToks sind ganz zügig unterwegs. Excuse me. Excuse me! Excuse me! Jetzt sehen wir mal, was du fühlst. Also irgendwie fühle ich mich gerade blutleer. Ich verspreche, alles deswegen, in solchen Situationen, wenn man da einen Ständer bekommt und das Blut im Prinzip in andere Regionen fließt, das ist eigentlich ein Überlebens-
Mechanismus vom Mann. Ich sag euch so, wie es ist. Ja, weil je mehr Blut woanders ist, desto weniger kann da rausfließen. Desto weniger kann da raus... Oh, jetzt hätte ich gerade speichern können, ne? Aber nee. Ist doof. Ich muss... Ernsthaft? Ich hab meine Hand vergessen. Yeah, gut. Ich habe ja zwei, da kann man durchaus mal eine vergessen. Ja, ich bitte euch. Wo ist die denn? Achso, ja. Tatsächlich vergessen, dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, die fehlt da was. Ja, durchaus möglich. Also, wenn es nicht meine Hand wäre, würde ich auf mein Hirn tippen. Aber das ist halt nur eine Mutmaßung. Die Frage ist ja jetzt, wenn ich jetzt einfach hier so stehen bleibe, bin ich ja so heftig, deftig am Bluten, müsste ich eigentlich irgendwann umkippen, ne? Aber ich sehe halt immer noch. Ich glaube tatsächlich, bei dem Schwierigkeitsgrad sehen wir tatsächlich keine Überlebensanzeige, oder? Kann es möglich sein? Ihre linke Hand, die von mir abgetrennt wurde. Sie ist noch warm. Also wir reden gerade von der Hand. Ich dachte von mir. Never mind. Vielleicht sind beide auch noch warm. Man sollte solche Situationen durchaus nicht verstreichen lassen. Ah. Einfach ja. Oh, was haben wir hier? Ach, Pistolenmunition. Da fehlt mir halt nur noch ein bisschen was, ne? So eine Pistole wäre halt an der Stelle echt ganz geil. Wobei, ich glaube, finden wir die hier vorne noch drin? Ah, gucke. Gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Und nochmal ein bisschen was zu heilen. I like that. I like that. Okay. 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 Warte mal, habe ich jetzt eigentlich noch... Netz wollte ich nicht. Shit. Ich wollte die Axt nehmen und hier noch ein bisschen kaputt kloppen. No. Ja. Das fuchst mich. Jetzt habe ich nicht nur Heilmittel verbraten, sondern... Oh, shit. Ja, eine ganz eigene Art und Weise nachzuladen. Interessant. Das macht sich wild, ja, yeah, das macht mich heftig wild, macht mich das. Kann ich die eigentlich kaputt machen? Oh. Das ist das erste Mal, dass ich das ausprobiert habe. Keine Gewalt gegen Puppen, Freunde. Hallo, mach mal. Achso, wollte schon sagen. Hier ist nichts drin, ne? Warum haben die denn bitte schon leere Kisten hier rumstehen? Was ist denn falsch bei denen? Yeah, I did. Die überall Sackgassen, ne? Besser Sackgasse als gar kein Sack, ne, Mädels? Kleiner Spaß. Die beruhigen Sie sich. Munition hier mitnehmen. Ja, okay, das kann lustig werden jetzt. Ja, hallo. Oh Gott. Excuse me. Oh Gott. Mach doch auf, Jung. Sie zählen auf mich. Alle zählen auf mich. Alle. Kurz nachladen. Mach schneller, Jung. Achso. Junger Mensch. Gott, nein. Oh ja, schon wieder. Alter. Oh Gott. Ich sag mal so, oh, so, ah, wow. So viel wie die gerade einstecken kann, dann weiß ich, warum der Ethan die so toll fand. Die kann ordentlich einstecken. Ich habe keine Munition mehr, ne? Yo! Muss das so?
steckst du, Eva? Was willst du eigentlich von mir verbergen? Hab mir wahrscheinlich jetzt der eine Schuss gefehlt. Na nett. Ich liebe dich. Ja, yeah, ich liebe dich auch. Naja, die Kettensäge mit einer Hand ist wahrscheinlich doof. Oh, Excuse me? Warum? Ist das noch von ihr? So viel Staub aufgewirbelt? Wo muss ich denn jetzt hin? Oh Gott. Willkommen in der Familie, Junge. Oh. Aber danke, I guess. Oh boy. Oh, also halten wir fest, ich habe nichts zum Heilen. Alle Munition rausgekloppt. Guter Start. Aber einmal kann ich noch speichern. At least that. Hallo, Papa. Mein Handy flog fast. Dann hoffe ich, dass du im Bett liegst und das Bett einigermaßen groß ist und du nicht so weit werfen kannst. Irgendwie so. Irgendwie so. Immer ins Gesicht, das ist schlimm, oder? Das ist schlimm. Aber das spiegelt sehr, sehr gut das Leben wider. Ja, leicht kann jeder, deswegen kriegst du immer ins Gesicht. Stirb uns jetzt nicht weg. Mädels manchmal häufiger. Bitte beruhigen Sie sich. Ah, gucke. Erste Hilfe. Dankeschön dafür. Mein Herz, ja. My heart skips a beat. Oh, guck mal. Wie romantisch. Mit Kerzen. Was zur Hölle? Aufgemacht, Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Alter, kannst du mal aufhören, du kleiner Pisser? Ist das? Es ist gut. Er guckt nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reibt. Also ich will jetzt nicht sagen, aber verdient. Pisser? Oh, hallo. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Komm schon. Komm, ich bin auf Diät. Er ist auf mich. Er ist es nicht, Jack. Er ist es nicht. Als verdammte Maul, Marguerite. Ich hab das für ihn gemacht. Raus, ihr Vater. Du bist ein Mistkerl. Ich kann es nicht glauben, Mistkerl. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Hast du gerade mein Geschlecht angenommen? Aber ja, sie hat recht. Komm her, Junge. Vielleicht sehe ich wahrscheinlich aus wie der Joker. Komm schon. Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Verdammte Schweine! Ich komme zu dir zurück. Das ist nett. Das ist super duper nett ist das. Oh boy. Ja. Ist doch romantisch. Jetzt sind wir nur noch zu zweit, die Dame. Alles cool. Ich muss hier raus. Ich sehe auch, sie haben auch einen heißen Flitzer. Läuft. Damit den Sonnenuntergang runter. Den Sonnenuntergang entgegen, sowohl er. Schön, oder? So, und da haben wir schon wieder unsere Hand dran. Das ist doch super. Sie nehmen wir mit als Souvenir. Ich habe Angst, Chris. Ach, bitte beruhigen Sie sich. Bitte beruhigen Sie sich. So, wir gucken uns jetzt mal um. Was gibt es hier Leckeres zu essen? Ja, ich war gerade noch nicht fertig mit Essen. Dann sind alle plötzlich aufgestanden. Das finde ich total unhöflich. Aber das ist nur so nebenbei. Ja. Das ist wahrscheinlich noch Bestelltes vom Vortag. Man kennt das. Wenn es einfach zu viel war, packt man den Rest in den Kühlschrank. 13. März. Weiblich, 50er, fleischig, Sauté. 25. April. Männlich, 30er, schlank, Gumbo. 30. Juni. Männlich, 20er, beleibt, Barbecue. Ah, lecker. Ich wusste doch, dieses leicht würzig-rauchige Aroma,
Dann war wahrscheinlich der Jüngere. I guess. So, was finden wir hier Schönes? Hier komme ich wahrscheinlich noch nicht. Nee, hier komme ich wahrscheinlich noch nicht lang. Okay. Okay. Was ist das? Spaltmittel? Nervengiftgranate. The fuck? Was finde ich denn hier alles? Wo ist meine Munition für ein Granat? Ja, das ist okay. Problem ist bloß, ich habe meine Waffe nicht. Und Co. Ich weiß gar nicht, finde ich die immer nur wieder oder so? Ach nee, stimmt. Da kommt ja noch der Polizist. Und da wollen wir ja von dem irgendwie das Ding jetzt haben. Nikos Hardware. Säge 24,99, einmal 24,99. Seil 34,79, viermal 139,16 €. Nee, Dollar. Dollar, nicht Euro. Tierhalsband 19,99 $, 20 mal vermisste Personen. Ah. Sherlock Grizzly Bear hat wieder zugeschlagen. Vielen Dank dafür. $399,80. Netto $533,95. Steuer $22,26. Brutto $586,21. Gratulation. Gratulation. So, was haben wir hier noch Schönes? Kann ich das aufmachen? Sehr schön. Gibt es noch ein bisschen Bettwäsche oder sowas? Der unverhüllte Abgrund. Clive R. O'Brien. 3 Männer auf Erkundungstour vermisst. Die Staatsbehörde bittet um Mithilfe, 3 Männer ausfindig zu machen, die am 9. dieses Monats von New Orleans zur Gemeinde Darby reisten und seitdem unauffindbar sind. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken, Andre Stickland und Clancy Jarvis. Ich glaube, die haben wir alle auf dieser Liste da gesehen gehabt, ne? Wir wissen, was mit passiert ist, ja, wir wissen das. Die 3 produzieren Videos für das Internet und waren nach Darby gereist, um Videomaterial für ihre aktuelle Produktion zu drehen. Ihre Videos behandeln hauptsächlich die Erkundung von verlassenen Häusern und Spukhäusern. Na denn? Jetzt spukt sie definitiv ein bisschen mehr drin. Ah, guck mal! Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Pistolmunition ohne Pistol. Always a good thing. Always a good thing. So. Ja, Herzelein. Was machen wir jetzt noch Schönes? Der Abend ist noch jung. Bin gerade alleine. Vor allem, es sieht auch so ein bisschen aus wie Darm, oder? So ein bisschen gekräuselt wie Darm. Weil normalerweise hat man damals mal Ziegendarm genommen, aber wir sind jetzt mal kreativ. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Vielleicht kommt sie ja mit. Was, im Altersheim? Ja. Aber man sieht auch nicht mehr ganz so fresh aus, oder? Ja, Jugendsprache, Freunde, Anglizismen sind da gerne gesehen. Fresh. So. Kann ich hier rein? Verschlossen. Na dann. Geil. Was ist da? Oh Gott. Ich kann mich nicht mal zur Seite lehnen, ne? Oh, er kommt an. Ja, mega. Moment, der denkt doch, ich bin wahrscheinlich noch. Oh Gott. Kannst du zumachen? Okay, kann ich zumachen. Okay, ist okay. Ist cool. Nice. Good job. Oh, shitty fuck. So, da Güter. Ah, nimm direkt die Abkürzung. Pisa. Er sieht mich nicht. Sieht mich einfach nicht. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ich rede nochmal zurück. Ich weiß es nicht. Was ist das? Schlüssel zur Keller. Ah, shit. Gibt's hier noch was? Das Thema ist, wenn ich hier irgendwas begucke, ist die Zeit nicht gestoppt. Ja, da kann jederzeit der Bär auftauchen und sagen so, hallo. Grüße, ich bin der Jack. Irgendwie so. Oh, bitte. No! Dachtest du, du könntest dich vor dem Essen davonschleichen? Au! Au! Lass mich durch! Alter, der hat Bock, ne? Oh, der hat so heftig Bock. Lass mich in Ruhe! Ja, bleib stehen. Das ist cool. Stay right there! Ich muss kurz hier hin. Oh, jetzt aber schnell. Wo
zum Teufel glaubst du, dass du hingehst, Junge? Alter! Die Zeit wird nicht gestoppt, beeil dich! Oh, shitty fuck! Yo. Yo! No way, no way. Autsch, 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 autsch! Krieg, 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 krieg! Oh! Ich komme später zu dir zurück! Ey, wie lange das braucht, um so eine fucking Luke aufzumachen? Sag mal, was wiegt die? Eine Tonne oder was? Muss die erstmal aufwärmen für? Oh, holy shit. Komm, ah, doch, ich sehe doch meine Lebensanzeige. Okay, dann war es gerade wirklich einfach nur im Tutorial, nicht? Okay. Dann werden wir das quasi mit dem Schleier des Stillschweigens bedecken, was im Tutorial passiert ist. Weil effektiv alles trotzdem First Try. Bisschen knapp. Ganz bisschen. Nur ganz, ganz bisschen. Ja. So klein. So ein bisschen. Ja. So ein bisschen. Oh. Audiokassetten. Na Mensch, guck mal, wir sammeln ein bisschen was zum Speichern. Crazy, crazy, crazy. So, neue Boni freigeschaltet. Waffenobjekte wurden hinzugefügt. Waffe Albert 01R. Warte, war es nicht nur... Was war das für einer? Nachbildung... Ah, der Anti-Bio-Waffenpistole. Okay, aber die scheint, glaube ich, krasser als die normale. Ich glaube, die werden wir dann auch nehmen. Vor allem... Hä? Ach so. Alles andere kriegen wir wieder mit, aber die Pistole, die wir dabei hatten, ja, die ist halt weg, ne? Geheimnis der Verteidigung. Der liegt scheinbar beim Blocken, ja super. Toll. Ich hätte gern mehr davon. Pack erstmal ein paar Sachen da rein, Freunde. Erstmal ein bisschen. Wir haben super wenig Platz, ne? So heftig wenig Platz. Aber ich hab nicht mal ein Messer, ne? Not even a knife. Wobei nehme ich jetzt das hier mit? Wobei doch vielleicht Safety first, Freunde. Safety first. So, wie hoch kann ich das jetzt eigentlich stacken? Wobei, ich kann es einmal kurz speichern. Ich glaube, wir speichern jetzt einfach mal. Wobei, wir looten erst und dann speichern wir. Oder sollte man noch was vorher machen? Boah, ich weiß nicht. Wir haben halt nicht so viel zum Speichern. Und ich weiß halt nicht, wie viel wir über die Zeit finden. Trink was, yes. Doch eindeutig hast du auch an Grizzly Bears Gesicht. Um was ging's? Um was ging's? Freunde, alles ist gut. Alles ist gut, ja. Das ist... Das einfachste schlechthin. Einfachste schlechthin. Alles easy peasy. Ah, die Frage. Oh, guck mal, da hat man so eine Figur. Die Frage ist halt bloß, an welchen Stellen man effektiv dann immer speichert, ne? Oh, guck mal, ein paar Socken. Na, braucht jemand Socken? Socken? Ist jemand kalt im Sommer? Kalt? Ah, Miefen furchtbar. Oh, geil. Da weiß man zumindest, was man hat. Was habe ich da jetzt noch gehabt? Flüssige Chemikalien. Ja, ist ja auch nicht verkehrt. Ah, ich packe die erstmal kurz weg. Das Thema ist, hier in dem Raum sind wir ja safe. Zumindest mal sofern jetzt nicht irgendwie ein Fehler auftauchen sollte. Von wegen so, hey Mensch, der Gegner kommt hier mit rein und denkt so, safe room, ist mir egal, ich komme trotzdem mit. I don't know. Excuse me? Ah, danke schön. Ah, okay. Let's talk about sex, baby. Gut gemacht, Ethan. So, ich stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Es war auch alles geplant. Ja, ich muss sie für euch ein bisschen spannend machen. Ganz klare Geschichte. Reizendes Mädchen. Ja, alles, was ihr hier seht, ist alles geplant. Ja, jedes Wort, jeder Atemzug, alles geplant. Ja, das habe ich übrigens letzten Monat schon alles aufgeschrieben, was ich zu welcher Stelle sagen und wann ich atmen soll. Alles geplant, Freunde. Alles nur für eure Unterhaltung. Wisst ihr Bescheid? Möchte ich nur mal kurz anmerken, Sie dürfen jetzt gerne im kreischendem Applaus, tosendem Applaus ausbrechen.
Standing Ovation ist an dieser Stelle gewünscht. For real jetzt? Ja klar. Wie gesagt, jeder Atemzug ist geplant. Ja, normalerweise atme ich nicht. Das ist halt immer nur für den Stream. Immer nur für den Stream. Ansonsten mache ich sowas Zeitverschwenderisches nicht. Atmen, Freunde. Also ganz im Ernst. Also jemand, der heutzutage noch atmet, ja, der hat einfach zu wenig zu tun. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wer heutzutage noch atmet, der ist einfach gnadenlos unterfordert. Ja. Wer atmet, arbeitet zu wenig. Das ist ein bisschen meine Ansicht. Ja, wisst ihr Bescheid. Warte mal, kommt hier nicht irgendwo der Polizist gedöhnt? Konnte ich nicht lang? Das ist schon klar, hier komme ich auch nicht rein, weil ich brauche erstmal ein Messer. Er ist mit einem Klebeband gesichert. Das ist natürlich dann nicht aufzukriegen mit der Hand. Klare Geschichte, hätte man sich auch vorher denken können. Was muss ich denn jetzt? Und vor allem, wo muss ich denn jetzt? Boah, lang ist es sehr. Okay, hier komme ich noch nicht weiter. Die ganzen Bilder. Das Thema ist, solange ich das Messer nicht habe, brauche ich auch hier die Figürchen nicht kaputt zu machen. Atmen aufhören wegen Klimaschutz. Ja, auch das ist durchaus ein sinniger Ansatz. Keine Frage. Leb wohl, schöne Welt. War schön mit dir. Yes. Mit dir, in dir. Weiß man gar nicht, wovon man gerade redet.